gegen Jugend, Erfahrung gegen Unbekümmertheit, das könnte man voransetzen dem 800-Meter-Finale der Herren. Denn da gibt es zwei Routiniers, den Briten Tom McKean und den Brasilianer José Luis Barbosa. Und dann vier unbekümmerte Nachdrängende. Und wir freuen uns ganz besonders, dass der Berliner deutsche Hallenmeister Nico Montchebon hier in dieses Finale gekommen ist, in seinen insgesamt jetzt neunten 800-Meter-Lauf. Das ist José Luis Barbosa, der 31-jährige Brasilianer. Er war schon einmal Hallenweltmeister vor 6 Jahren in Indianapolis. Dann überraschend im Finale Luc Bernard, der Belgier. Ein Mann schwer auszurechnen und nicht so sehr einzuschätzen, was sein Leistungsvermögen betrifft. Tom McKean, der 29-jährige Schotte, der Europameister von Split, hat noch keinen Titel in der Halle, was die Weltmeisterschaften jedenfalls betrifft. Dann kommt Nico Montchebon, der 23-Jährige aus Berlin. Mal sehen, was er noch zu leisten vermag. Freddie Williams, der 30-Jährige Lehrer aus Kanada. Er konnte vor dem Vorlauf sich kaum aufwärmen, musste nach dem Rennen sofort in seine Schule zurück. Im Übrigen in Südafrika geboren, ging dann nach USA, lebt seit 4 Jahren in Kanada und startet jetzt für Kanada. Und die beiden begrüßen sich da noch, Williams und Montchebon außen. Das ist ein hochinteressanter Mann, Charles Nkazamiampi aus Burundi in Zentralafrika. Der ist auch hoch einzuschätzen. Was kann Nico Montchebon erreichen? Vielleicht fehlt ihm jetzt die Frische, die Kraft auch nach diesen Rennen, da jetzt vor allen Dingen jeden Tag, Freitag, Sonnabend und heute einen 800-Meter-Lauf bestreiten musste, um auch im Finale nochmal aufzutrumpfen und zu bestehen. Gegen ihn, den Routinier Tom McKean, oder gegen Barbosa, den Brasilianer, oder gegen den starken Kanadier Williams. Man wird sehen. Schon das Erreichen des Finales ist für Montchebon ein Riesenerfolg. Freddie Williams, der Kanadier. Die Halle heute, das Sky Dome, besser besucht als an den anderen Tagen. Gut 20.000 vielleicht. Unruhe. Der Starter nimmt die Läufer noch einmal zurück. Tom McKean. Der Mann, der früher auf den letzten 100 Metern seine Gegner pulverisierte im Endspurt. Und ganz innen der Brasilianer Barbosa, der sehr viel Ausdauertraining in diesem Winter gemacht hat, dem vielleicht, wie er selbst sagte, die Schnelligkeit fehlt. Was kann Nico Montchebon machen? Das Entscheidende ist, sich jetzt, wenn es auf die Innenbahn geht, mit im Bilde befindlich nach vorne zu setzen. Das hat er sehr gut gemacht, an zweiter Stelle hinter Tom McKean. Dahinter kommt dann Nkazamiampi aus Burundi, der jetzt nach vorne geht, auch ein jüngerer Läufer. Barbosa kommt, jetzt geht's aber auch mit den Ellbogen hart zur Sache nach der ersten Runde. Montchebon noch im Bilde, obwohl er jetzt natürlich die anderen ziehen lassen musste. Ich bin gespannt, welche Kraft er noch hat, was da auch im Kopf noch sein kann bei ihm. Jetzt wird er überlaufen von Freddie Williams, dem Kanadier, und der Belgier Bernhard ist hinter ihm. McKean, Barbosa, die Routiniers. Und dahinter, das ist dann Nkazamiampi. Und Montchebon ist noch dabei. Oh, da hat er sich jetzt ein bisschen in die Rempelei mit Barbosa eingelassen. Barbosa stürzt. Das war nicht ohne. Also da bin ich ziemlich sicher, dass die Brasilianer und Barbosa einen Protest einlegen werden gegen Montchebon, der natürlich noch nicht so die Erfahrung hat. Allerdings, da war Platz, um durchzugehen. Den wollte Barbosa wieder dicht machen. Und Montchebon hat dann wieder ein bisschen mit dem Ellbogen geholfen. Ich bin gespannt, was da am Ende passiert. Trotzdem, was der Junge läuft, ist großartig. McKean vor dem Mann aus Burundi. Dann Montchebon, dann der Belgier, der Kanadier abgeschlagen. Für den war die Rennen zu viel. Und Barbosa ist draußen, das sahen sie. Jetzt kommt aber Bernhard, der Belgier. Und Montchebon wirkt jetzt ein bisschen schwer. Was Wunder. Sein neuntes 800-Meter-Rennen insgesamt. Da pumpt er, da bläst er die Backen auf und kämpft. Tom McKean wird gewinnen. Nkazamiampi aus Burundi ist Zweiter. Montchebon ist Dritter. Die Zeit 1:47:29 für den Sieger. Und der heißt Tom McKean aus Großbritannien.
Und ganz egal, was mit Nico Mochebon passieren wird, ob er möglicherweise durch einen Protest der Brasilianer disqualifiziert wird, da geht jetzt Barbosa in Richtung Mochebon, geht er auf ihn zu? Nein, er geht an ihm vorbei, das konnten Sie gerade nicht sehen. Ganz egal, was passieren wird, dieser Nico Mochebon ist großartig gelaufen. Und ich darf gespannt sein, falls es einen Protest der Brasilianer geben wird gegen Mochebon, ob die DLV-Führung dann einen Gegenprotest einreichen wird. Denn da haben sie sich schon sehr oft sehr zögerlich gezeigt, unsere Funktionäre, und wollten eigentlich beim Internationalen Weltleichtathletikverband nie Ärger machen. Falls gegen Mochebon Protest eingelegt werden sollte, wäre allerdings dann eine Reaktion erforderlich. Es geht ziemlich hart zur Sache in diesem 800-Meter-Lauf, wie die Zeitlupen beweisen. Jetzt drängt Mochebon den Brasilianer, der allerdings nach innen ziehen will, mit dem Arm zur Seite, und der fliegt kopfheister über die Bahn, scheidet aus. Das war die Situation. Noch einmal, Mochebon innen. Er hätte das Recht, geradeaus weiterzulaufen. Barbosa drängt nach innen, und allerdings muss man nun sehen, wie der Armstoß von Mochebon bewertet wird. Da ist noch alles offen. Da haben wir noch einmal die beiden ersten, Tom McKean und Charles Nkasamyampi. Und was wir da vorhin von Nico Mochebon mit Barbosa gesehen haben, das erinnert, die Vergleiche sind ja schon angestellt worden an Willy Wühlbeck. Mochebon, der schneller ist, als Wühlbeck es jemals in der Halle war. Und Willy Wühlbeck, der mal in Helsinki den Sepp Coe, den Breton, per Ellbogencheck bis auf die Außenbahn befördert hat, aber im Rennen drin blieb.